Hier ist heute quasi Saisonstart. Ja, hier haben wir den Toyota Le Mans. Das heißt, wir haben den TS050 Hybrid. Ja, und da auch noch was Besonderes, ja. Ne? Die rote Sau hier. Ja. Hallo zusammen, heute mal aus der Motorvolt in Köln. Ja, was soll ich sagen, wieder bei fast schönem Wetter. Es ist ein bisschen kalt heute, sagen viele, so 7 Grad haben wir im Moment. Aber ich finde, es regnet nicht. Nach den Schneefällen von gestern haben wir es wieder super angetroffen. Ja, die Flipperbude ist mal hier hingezogen. Wir haben mal ein paar McLaren mitgebracht. Der Olli steht wieder hinter der Kamera, der wird euch gleich die einzelnen Autos mal zeigen. Weshalb sind wir hier? Ja, die Motorvolt, der Dirk ist hier Geschäftsführer, der hat mich angerufen und gesagt, Mensch, bring noch mal ein paar Autos vorbei, mach mal einen coolen Stand hier bei uns. Und dann haben wir natürlich nicht Nein gesagt, haben wir gesagt, komm, wir bringen das her. Haben heute Morgen alles zusammengepackt, vorbereitet. Einige Freunde haben die Karren gefahren bei mir und ja, so stehen wir heute hier an der Motorvolt. Hier ist heute quasi Saisonstart, das heißt so, die läuten es ein. Ich hoffe, das Wetter wird auch jetzt besser, dass ab April es wieder richtig losgeht hier in der Motorvolt mit vielen Events und auch mit vielen verschiedenen Gesprächen hier, Benzingesprächen und so, ist ein super, super Event hier immer. Ja, es sind sehr viele Oldtimer auch gekommen, also alles, was Motoren hat, durfte kommen. Der Parkplatz hinter dem Olli ist auch super voll geworden. Da wird er auch gleich mal durchgehen. Es sind noch ein paar andere Sachen da. Es ist ein Rollerclub hier, so ein Club mit so ganz kleinen Rennwagen ist hier. Jetskis stehen hier, der Olli wird euch das alles mal im Einzelnen zeigen. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Ich melde mich gleich nochmal aus der Halle. Da gucken wir mal mit dem Dirk zusammen, was man hier alles in der Motorvolt sehen kann. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß und ja, bye bye. Wie versprochen, jetzt aus der alten Warte- und Abfertigungshalle hier am Butzweiler Hof, dem alten Flughafen von Köln.
kennt ja kaum so einer, außer die, die hier aus Köln sind. Die kennen den natürlich alle so aus der Geschichte. Ja, sind hier im Moment an der Zollabfertigung, stehe ich in der alten Wartehalle. Und hier hat man früher sein Gepäck aufgegeben und ist dann später zu Fuß natürlich ans Rollfeld gegangen. Der Olli wird gleich hier hängen, so ein paar alte Bilder, wo man das drauf sehen kann, ein bisschen euch mal zeigen, wie das hier ganz früher ausgesehen hat, noch vor dem Krieg. Und ja, Olli, ich würde sagen, wir fangen einfach mal so ein bisschen Flair hier auf aus der alten Wartehalle. Hier hängen noch diese alten Röhrenlampen und so, finde ich auch ganz cool. Ja, ist halt ein richtig cooles historisches Gebäude, was erhalten worden ist, steht auch unter Denkmalschutz. Und da, wo wir draußen geparkt haben, da ist die alte Landebahn gewesen, die war früher doppelt so breit. Die Hälfte hat man weggenommen, die andere Hälfte steht aber auch unter Denkmalschutz. Das heißt, die Betonplatten da, die darf auch keiner entfernen, sodass man da auch in der Zukunft alles noch erkennen kann, dass das ja wirklich hier ein Flughafen war. Ja, hier drüben, Olli, zum Beispiel können wir schön sehen, da sind die Abflüge gekennzeichnet. Ich glaube, ich gucke mal kurz, ja, 1931, wo die einzelnen Maschinen damals hingegangen sind. Ja, da kann man hier noch sehen, war früher die Gepäckannahme und Gepäckausgabe, je nachdem, ob du abgeflogen oder gekommen bist. Da ist jetzt einfach eine Glasscheibe drin. Wir gehen gleich in die anderen Räume auch mal dahinter. Ja, für die, die sich dann überhaupt nicht zurechtgefunden haben hier, auch wenn der Flughafen recht klein war, gab es natürlich auch eine alte Auskunft, die war direkt daneben. Hat mir jetzt auch nur die Glasscheibe eingesetzt, aber war früher auch so, dass man da natürlich die Auskunft bekommen hat, wann geht mein Flug, hat der Verspätung und so weiter, das gab es früher auch. Ja, jetzt sind wir hier in der sogenannten Lounge von dem alten Flughafen. Da waren dann früher so die einzelnen Kabinen, wo die Prominenz so warten konnte auf ihren Flug und auch einen Kaffee bekommen hat und was zu essen und so, das gab es früher auch schon. Ja, da haben die hier so ein bisschen Museum auch draus gemacht. Ihr seht schon so ganz alte Tanksäulen hier hingestellt. Hinter dem Olli, der filmt euch gleich auch, ist so eine alte Tankstelle nachgebaut. Finde ich auch mega schön. Und wenn wir hier gleich durchgehen, sind so alte Motoren. Haben wir noch einen alten Sternmotor, den können wir uns gleich mal angucken. Und so ein altes Lebensmittelgeschäft, finde ich auch ganz cool. Mit so ganz alten Sachen von Maggi, von Knorr und alle möglichen alten Dinge. Die können wir uns auch mal angucken. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Ja, das war ein alter Rewe hier damals. Wohl auch schon im Flughafengebäude, wie heute auch, gibt es auch moderne Supermärkte im Flughafengebäude. Aber so sah es früher aus in dem alten Supermarkt. Eine alte Waage hier, Werkel noch für alles zu wiegen. Man sieht dahinter mir, ihr konntet Kaffee hier kaufen, Maggi-Produkte, Brühwürfel, Zucker, Mehl, alles mögliche, Kaffeeboden noch hier frisch abgefüllt. Also eine ganz tolle Geschichte hier, schön aufgebaut mit den ganzen alten Produkten. Der Olli geht mal kurz rund, hier ist so viel zu sehen. Mega geil, bis später. Ja Leute, jetzt sind wir im Moment hier in der Lounge angekommen vom V8 Hotel. Wie in jeder Motorworld ist auch hier ein Hotel untergebracht. Die nennen sich ja immer V8 Hotels. Hier könnt ihr normale Zimmer buchen, hier könnt ihr aber auch ganz besondere Zimmer buchen. Da gehen wir gleich auch mal hin. Das heißt, hier könnt ihr mit eurem Fahrzeug ein Zimmer buchen, parkt euer Fahrzeug quasi neben eurem Zimmer und zwischen eurem Auto und dem eigentlichen Schlafzimmer ist dann nur noch eine Glasscheibe. Kann man so gar nicht richtig gut erklären, zeigen wir euch gleich mal ganz genau. Und ja, hinter mir sehen wir noch ein LMP1 Auto, das hier als Leihgabe hingekommen. Da kann uns jemand besser wie ich da was drüber erzählen, und zwar ist das der Dirk. Und der ist Geschäftsführer hier, wir kennen uns schon seit einer geraumen Zeit und ein ganz lieber. Dirk, hallo. Hi, grüß dich. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen, ja, bei dir. Gerne. Und er auf seinen Schultern lastet so das Ganze. Ja, wie soll ich sagen, organisatorische hier, was er hier auf die Beine gestellt hat. Ich glaube, heute waren 500 Autos hier. Ja, wir haben knapp 500 Autos gehabt. Mega. Alles, was ein Motor hatte, cool. War hier mit ja, Supercars, dank eurer Hilfe, ja. Und Oldtimer, Youngtimer, Bikes, war eigentlich ja, alles darunter, Bullis. Und gutes Wetter heute dabei. Ja, mega, da hast du wirklich gebetet, gestern noch Schnee. Ja, super. Hammer gut. Und ja, hier haben wir den Toyota Le Mans. Das heißt, wir haben den TS050 Hybrid. Das Fahrzeug, was 2017 eigentlich die schnellste Le Mans-Runde gefahren hat. Und mit Kamui Kobayashi, ja, ist das eigentlich das Fahrzeug. Und das haben wir von GP Racing, von Toyota Motorsport hier mit ausstellen dürfen. Sind wir super stolz drauf. Wer hat so ein Fahrzeug? Irgendwie ein Prototyp. Und ja, ich würde sagen, auch das kann man zeigen. Das kann man nicht nur zeigen, Leute. Ich würde sagen, das ist ein Grund, hier vorbeizukommen, weil das Auto könnt ihr nur hier sehen. Also kommt mal vorbei. Hier ist 7 Tage die Woche geöffnet. Von wann habt ihr mal auf? Wir haben von 7.30 Uhr, sonntags von 10 Uhr, ansonsten bis 22 Uhr. Wir haben die Gastronomie auch hier oben drauf. Kostenloser Eintritt.
kommt vorbei. Nächste Woche machen wir eine Custom Bike Show, beginnen wir für 14 Tage. Und also, ja, mehr geht nicht, oder? Ihr seht schon, mega was los hier. Kommt einfach nach Köln, selbst wenn ihr von weiter her kommt. Ihr könnt hier super übernachten. Wir blenden euch noch ein bisschen was ein, wo ihr euch melden könnt, wo ihr die Internetseite drüber seht. Da schreiben wir euch alles mal ins Video. Aber auf jeden Fall, mega Location hier. Lohnt sich selbst mal aus München. Da gibt es ja auch eine schöne Motorworld. Genau. Aber kommt mal einfach nach Köln. In Köln ist es einfach schöner. Ja, Leute, jetzt sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Hier kann man sich fast verlaufen, sag ich mal. Das ist riesig hier, die Motorworld. Jetzt sind wir angekommen im Atrium von einem Hotel. V8 Hotel in den Atrium. Hier oben kann man super in die Flure gucken. Also ist alles offen gestaltet hier. Auch mega schön. Und hier stehen auch ganz besondere Exponate. Unter anderem haben wir hier stehen von TechArt einen neuen Ilver im Polizeilook. Ich gehe mal so ein bisschen auf Seite. Olli, halt mal drauf. Ja, das ist ein Auto, das kann man natürlich auf deutschen Autobahnen toll brauchen, wenn man ein bisschen Stau ist und so, Leute. Lichter an und dann... Das ist ein neues Kampagnenauto, ne? Die haben jedes Jahr, letztes Jahr war, glaube ich, der Mercedes dann, AMG. Und dieses Jahr ist es ein 911er Porsche. Und da sind wir auch super stolz drauf, von der Techno Klassiker aus Essen letzte Woche hier rübergekommen, im Grunde genommen. Und ja, wir freuen uns riesig, dass wir den hier präsentieren dürfen. Mit 112 Zimmern über uns. Mit den Car-Suiten nebenbei. Ja, und da auch noch was Besonderes. Ja. Ne? Die rote Sau hier. Ja. Rennfahrzeug, auch mega geil. Ja, mehr geht nicht. Ne? Nee, mehr geht wirklich nicht. Auch cool, dass du das denn hier hast. Auch ja, super. London to Tokyo, das ist die Route gewesen im Grunde. Ja. Und ja, sind wir auch riesig stolz, dass wir letztendlich hier dieses Fahrzeug mit einem guten Sound, ich würde sagen, Steigerung muss es geben, machen wir dann nächstes Mal. Oder vorbeikommen. Und ja, ich glaube, also. Vom Oldtimer, vom Adenauer, zur Roten Sau, zum TechArt, zu einem Ponton, zu einem Citroen. Also ich würde sagen, mit einer originalen Flugzeugröhre. Ist alles da hier, ne? Leute, wie ich schon gesagt habe, mega viel zu sehen. Kommt mal vorbei, lohnt sich auf jeden Fall, hier mal einen Tag zu verbringen. Könnt ihr schön frühstücken, dann später ein leckeres Mittagessen, Abendessen, geht ihr ins Hotel. Am nächsten Tag fahrt ihr wieder nach Hause, also mega geil. Hier hinter uns sind auch die Suiten, wo ich eben von gesprochen habe. Vielleicht können wir mal kurz so ein bisschen reinschwenken. Gehen wir einfach mal hin. Ja, hier ist die 007 Suite im Grunde genommen von James Bond mit dem Auge. Das heißt, du fährst mit deinem Fahrzeug hier in die Suite rein, hast dein Fahrzeug die ganze Nacht neben dir stehen, liegst im Bett, Glasscheibe davor, Monitor und wenn du möchtest, kannst du den ganzen Abend das Fahrzeug angucken oder was weiß ich, für Spaß haben. Mehr geht ja gar nicht. Das wäre auch für ein Pagani. Da geht auch schon gar nicht mehr. Ich stand schon hier drin. Super cool. Und für jeden erschwinglich. Ja Leute, jetzt sind wir hier in der letzten Halle, eine haben wir übersprungen, die nehmen wir gleich am Schluss nochmal mit, da war jetzt schon die Hölle los. Jetzt sind wir hier im Moment, stehen wir in der Karthalle und das nennt sich Battle Kart Köln in der Motorworld. Und hier ist ein Kart Racing aufgebaut worden, das wird projiziert durch mehrere Projektoren an der Decke. Und hier könnt ihr so Mario Kart und ganz verrückte Spiele nachmachen und fahren, aber da sagt euch der Dirk besser mehr zu, ich kenne mich da nicht so aus, Dirk. Ja, wir sind hier im Viertakthangar in der Motorworld. Wir machen hier Businessveranstaltungen, Kongresse, Messen, Tagungen und wenn wir keine Veranstaltung haben, projizieren wir von der Decke im Grunde genommen aus dem Dach mit 40 Beamern hier eine virtuelle Rennstrecke. Das heißt, du kannst hier wirklich im Live Mario Kart Modus mit 11 E-Karts fahren, 55 Stundenkilometer Mario Kart. Brauche ich, glaube ich, keinem zu erklären. Nee, cool. Punkte sammeln, die man abschießen. Banane hinter sich schmeißen. Banane hinter sich schmeißen. Super. Und alles in dem Bereich. Jetzt wird das Setup gleich aufgebaut. Das heißt, jetzt kommt der nächste Modus. Das heißt, an der Stelle hast du wirklich den Wettkampfmodus. Du fährst Racing, du spielst Fußballspielen. Du hast letztendlich wirklich die Struktur Battle, Color Battle, Snake. Also es ist grenzenlos. Super geil. Vorbeikommen. Ab 12 Jahre, Körpergröße 1,45. Wir passen auf jeden Fall gut rein. Wir sind ein bisschen schwer, bei uns fahren die nur 50. Ja, das funktioniert. Wir haben das Gaspedal an der richtigen Stelle. Genau. Und ich kann nur sagen, auch das, Erlebniswelt NRW, Motorworld Köln-Rheinland, Hammer. Perfekt. Wie gesagt, Leute, kommt einfach her. Hier gibt es so viel zu sehen. Gleich gehen wir noch in die Schuhmacher-Ausstellung, aber nicht mega geil die Location. Es gibt nur zweimal in Deutschland, aber ich würde sagen, Köln zieht. Und ja, genau. Kommt vorbei, Hammer. Alles klar. Ja, jetzt sind wir hier in der letzten Halle angekommen. Die kleineren Sachen haben wir jetzt mal ausgelassen. Es sind noch sehr viele Lokale hier, wo ihr super essen könnt. Aber jetzt sind wir hier in der Schuhmacher-Ausstellung. Die ist hier im ersten Stock gebaut worden. Und hier sind wirklich sehr, sehr viele Exponate von Michael Schumacher. Autos, die ganzen Helme von ihm, viele Anzüge. Der Olli wird das gleich mal durchfilmen hier. Ich werde das nicht so kommentieren. Hier ist viel zu viel. Da könnten wir jetzt ein 3-4-Stunden-Video drüber drehen. Aber finde ich mega interessant, auch da lohnt es sich schon mal für herzukommen, weil das gibt es nur hier in Köln.
Ne, guckt euch die geilen Bilder mal an, was der Olli jetzt macht. Und ich finde das super interessant hier alles. Richtiges Formel-1-Feeling hier in Köln. Bis später mal. Leute, wie immer, jeder Tag geht mal zu Ende, auch die schönsten Tage. Heute ist auch Feierabend, die Jungs haben schon alles zusammengeräumt, Zelt zusammengepackt, die Fähnchen und so alles mal eingeräumt. Ja, war ein mega geiler Tag hier in Köln an der Motor World. Hinter uns unser Monster, da ist der Klaus, ein guter Freund von mir, heute den ganzen Tag gefahren für eine Charity-Veranstaltung, hat mir das Kinderhilfswerk und die haben so Spenden gesammelt, haben wir gesagt, Mensch, verkauf doch Karten, dann sind wir so jede 20 Minuten haben wir einen anderen mitgenommen und sind mit denen hier so ein bisschen auf die Autobahn und ein bisschen durch Köln gefahren, was so ging, waren aber alle auch super zufrieden, hat denen auch mega Spaß gemacht, ist ordentlich was zusammengekommen, mehr konnten wir heute auch nicht tun, aber wie ich immer sage, jeden Tag eine gute Tat und dann ist dann alles prima. Wir gucken mal, dass die Autos alle wieder gut in die Flipperbude zurückkommen und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und alles Gute, bis demnächst. Bye, bye.